Straße hier sehen, Wolf Jung. Den gibt's nur einen Videopunkt. Gut. Mach ich ja nichts. Hammer, Max. Geil, Alter. Dieser Beat, Junge. Dieses Rauschen, Digga. Woher, Digga? Ist das geil, Alter. Woohoo! Let's go, 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 go. Wie gemeint, ey, war doch ne süß gemeinte Line. So viel Glück, deshalb der Beat lieber taktisch. Weil's vielleicht dafür nicht mehr reicht, ey, lass es sein. Ich würd dich ja fragen, ob du mir vielleicht für ein paar Tage deinen Roomba boxt. Euch kommt ein Brust den R, damit der in deinem Platz für Ordnung sorgt. Mann, sag mir, dass du kein Gegner bist, schon nicht so. Weshalb war ich selber nicht alles unverständlich. Trotz Vokemix hast keine Reifen, Spuren wie bei Tokyo Drift. Ja, ja, ich versteh kein Wort, aber cooles Video hat kein Flexer gedreht. Auch wenn man vielleicht vom Text nicht versteht, ich befürchte auch dein Rap ist okay. Mensch, bist du am Schwitzen, ist ja wahnsinnig. Mal nach der letzten Runde war ja das auch zu erwarten. Du sagst, du jetzt routiniert und alle halten's für nen Biss. Komm, ich mir mal scheiß und verständlich und so anstrengend. Damit bei dir mal was drin. Ich geh Glückskicks essen und ich hol den Zettel raus. Was steht drauf? Diese Runde, Meanboy, du bist leider raus. Ach was ich? Ach ja, Seif, ich bin Asiate, das mitzumerken. Fällt mir sowas von Chase und mehr kopieren bei der Klär von den Typen, der ja viel lieber dieser Kollege wär. Kein Plan, was Punches sind oder wie man die auch schreibt. Und dann schau in deiner Runde. Bleibt es wohl dabei? Ich mein, so ne Meme-Boy-Line blockt mein Bier, ein asiatisches Zeichen. Alles kreuz und quer, doch nirgendwer kann das hier begreifen. Außer ich in meinem letzten Battle-Rap, mein Gegner gegen Alexander Rick, all seine Zeilen. Und dass das für Aufsehen erregt, jo, das versteht sich doch von alleine. Richtige Scheiße, wie mein Dilo-Beat. Kreativ ist der, dem nur dein Video gibst. Komm, ich spar mir den Aufwand, dich als Kind zu bezeichnen. Reicht, also mach ich das auch mal. Wieder Perso vorzeigen für nen Abendsuff. Na gut, was soll man darauf jetzt sagen? Im Supermarkt brauchst du dafür keinen Atemschutz und pass vorne in den Einkauf. Wir gehen Glückskekse essen und du liest mir den Spruch vor. Ah ja. Ach, das ist wohl Humor, ich denke nach wie vor. Seife, du bist wirklich Overhype. Jede Line, die du schreibst, klingt für mich nach keiner Zeit. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Super toll, da frag ich mich, wo du wohl diesen Front her hast. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und da du aussiehst, wie du aussiehst, bist du wohl nur ein Pony, Max. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Maxi, Schön Reka fragen, ob er die Stimme runterpitchen kann. Auch mal männlich und erwachsen klingen, wa?